Wir sind hier vor einer bestimmten Institution. Und wisst ihr was? Es gibt ein etwas. Das heißt, die UN-Dekade für Menschen afrikanischer, seien wir mal mit afrikanischen Wurzeln. Seit 2015 bis 2024. Und weißt ihr, wozu es ist? Zur Beseitigung des Rassismus. Und die UN hat gedacht, man braucht 10 Jahre, 10 Jahre, von 2015 bis 2024, um etwas umzusetzen. Die Erklärung und Aktionsplan aus der Weltkonferenz gegen Rassismus. Jetzt, die Dekade hat ein Motto. Anerkennung, Gerechtigkeit und Entwicklung. Damit wird erstmal bei den zwei Themen. Anerkennung und Gerechtigkeit. Und da gibt es eine Höhle von Paragraphen. In Bezug zum Beispiel, ganz zufälligerweise gewählt, auf die Polizei. Was wird gesagt? Es muss unbedingt Training organisiert werden für die Sensibilisierung für Menschenrechte und für einen rassismusfreien Umgang. Da steht auch, dass die Ausländerbehörden und alle anderen Institutionen müssen, jetzt pass mal auf, uns alle in einen würdigen, habt ihr gehört? Würdigen und rassismusfreien, auf würdige und rassismusfreie Art und Weise behandelt. Hat die Bundesrepublik Deutschland das hier gesichert hier? Ja oder nein? Nein! Deswegen, Uri Diallo! Das Verbot! Uri Diallo! Das Verbot! Uri Diallo! Das Verbot! In dieser Erklärung und in diesem Aktionsplan von Durban steht es auch, man muss dafür sorgen, dass es erstmal kein Verbrechen gibt und wenn es welche gibt, die müssen verfolgt werden. Und alle Instanzen, ob Polizei oder Justiz, muss Rechenschaft abgeben. Hat die Bundesrepublik Deutschland das hier versichert? Nein! Deswegen, Uri Diallo! Uri Diallo! Uri Diallo! Jetzt kommt der nächste Schritt. Der Staat muss sichern, dass keine Bewegung Hass predigt, dass keine Bewegung sich für Hass und für Rassismus einsetzt. Das heißt, es muss präventive, effiziente Maßnahmen dafür geben. Hat es die Bundesrepublik das je gesichert? Nein. Deswegen, Uri Diallo! Uri Diallo! Uri Diallo! Und wir werden so lange hier demonstrieren. Ja, na, ja. Und fast täglich, wenn es sein muss, damit eins, niemand kriminalisiert wird. Weil wozu nutzt es uns, wenn Verbrechen auch bestraft werden, wenn erst einmal die Gesetze rassistisch sind und diskriminatorisch sind, oder? Ja. Deswegen, Uri Diallo! Uri Diallo! Uri Diallo! Und solange werden wir stehen, solange werden wir unsere Stimme erheben. Auch im Namen von Uri Diallo, von Maria Messa und von wem noch? Dominique Kumadio, wer noch? Brian Conde, wer noch? Maria Massal, wer noch? Christel Schwinde, wer noch? Und im Namen der Mutter von Uri Diallo, die ihre Tränen hier vergossen hat, damit ihr Sohn Gerechtigkeit nur endlich mal bekommt. Und so lange werden wir stehen, so lange werden wir weinen, so lange werden wir miteinander kämpfen, bis zur Gerechtigkeit.